Sie im weißen Zweiteiler der Farbe der Unschuld, er im dunkelgrauen Anzug und einem Schlips in den Farben von Wimbledon. Der dreimalige Gewinner des bekannten Tennisturniers, Boris Becker und Freundin Lillian, machen sich am Mittag des 29. April 2022 auf den Weg zum Southwark Crown Court in London, denn heute wird dort Beckers Urteil im Insolvenzverschleppungsverfahren verkündet. Gefängnis oder nicht? Der 54-Jährige zeigt sich mit durchaus ernster Miene, die Augen- und Stirnpartie sichtlich angespannt. Ja, wir haben Boris schon wesentlich entspannter gesehen. Umso wichtiger, dass seine Freundin ihn, wie zu den Terminen zuvor, auch heute zum Gericht begleitet. Und dort nimmt der Ex-Sportler auch gleich eine große Sporttasche mit hin. Womöglich hat er hier schon alles fertig gepackt, falls er direkt in Haft muss. Weder für Boris noch seine Lillian eine einfache Situation. Ob der gebürtige Leimer deswegen am Morgen noch Blumen für seine Herzensdame gekauft hat? In lässiger Jeans und Pulli sowie einer Cap, unter der er sich etwas versteckt, wird er am Morgen im Westen von London mit einem Strauß mit weißen Hortensien gesichtet. Je nachdem, wie das Urteil ausgeht, könnte es aber auch ein Abschiedsgeschenk für seine Lillian sein.